Die DTM, eine der gefährlichsten und zugleich spannendsten Rennserien der Welt. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, sind wir als Wackenhut offizieller Mobility-Partner des DTM-Teams Winward Racing. Mein Name ist Kevin Zügern, ich bin euer AMG-Experte und nehme euch heute live mit hinter die Kulissen bei Winward Racing, direkt hier in Altendienst, zu einer neuen Folge Wackenhut TV. Ich wünsche euch viel Spaß, kommt mit, wir gehen rein. Wird schon fleißig gearbeitet, viel geschrubbt, aber ich suche jetzt mal den Christian. Der Christian empfängt uns hier nämlich heute. Ah, da ist er auch schon. Hey, Christian, Kevin. Grüß dich. Alles schön, gut dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung, schön, dass wir hier sein dürfen. Wie geht's dir? Ja, uns geht's gut. Wir haben ein erfolgreiches Rennwochenende gehabt und dann geht's wieder hier, wie du siehst, Daily Business nach dem Rennwochenende. Werden natürlich die Themen ausgeladen, die Autos, die Autos werden sauber gemacht. Dann haben die Jungs natürlich viel zu tun und natürlich auch die Schäden oder die am Wochenende passiert sind, werden natürlich jetzt nach und nach wieder ausgebessert. So, und da würde ich euch mal gerne sagen, holen wir euch mal mit und zeigen euch ein bisschen, was wir zu tun haben hier, oder? Ja, vielen Dank. Also hier sieht ja schon aus, hier wird viel gearbeitet, viel geschrubbt, viel sauber gemacht. Was alles an einem Wochenende passieren kann, ne? Korrekt, also es ist nicht nur am Rennwochenende. Natürlich, die Autos werden extrem rangenommen, wenn ihr seht, die ganzen Infights etc. Die Autos werden natürlich hier wieder vorbereitet. Und ja, bevor überhaupt irgendwas vorbereitet wird, sind natürlich die Autos komplett, wir sagen dazu, gestrippt. Das heißt, das ganze Carbon wird abgebaut, das Auto an sich wird gedampfstrahlt, gewaschen, die ganzen Teile werden gewaschen, sodass wir ein sauberes Auto haben. Und dann werden natürlich die Schäden kontrolliert. Das Carbon geht zum Carbonmacher und das Auto wird dann wieder für das nächste Rennen aufgebaut. Das ist immer ein gleicher Prozess, nach jedem Test, nach jedem Rennen immer der gleiche Prozess und da sind wir jetzt heute dran. Wie viel Zeit habt ihr dafür immer? Also bis das neue Rennen wieder startet, bis die Autos wieder auf die Tour gehen? Ja, es ist immer ein bisschen unterschiedlich. In der Regel brauchen wir, 3 bis 4 Tage für das Auto wieder aufzubauen. Wenn man das anständig macht, es hängt natürlich, wenn keine Beschädigung am Auto ist, also keine nachhaltige Beschädigung davon. Kleine Carbon-Reparaturen sind immer da. Also wenn das an das Chassis und Aufhängung und alle an einem Stück sind, ist das auch relativ schnell gemacht, 3 bis 4 Tage. Und da würde ich einen Tag ist halt Abbau, sauber machen etc. 2 Tage aufbauen und dann geht es natürlich auch nicht nur das Auto an sich, wenn das fertig ist, dann muss es nochmal foliert werden. Das ist im gleichen Prozess, weil die Folie wird, das Auto ist ja foliert und ihr seht ja so eine Stoßstange, wenn wir jetzt mal gerade hier vorne hingehen, das ist ja eigentlich so typisch. Hat ja ganz viele Einschläge entweder Feinkontakt, wenn man es mal hier sieht, in Feinkontakt oder auch Gummibrocken, die auf der Strecke liegen oder Steine oder sonstiges, ist natürlich immer hier auf so einer Stoßstange. Und dann, wenn es so eine Folierung, sieht natürlich dann nach so einem Wochenende relativ gebraucht aus. Deswegen kommt die Front meistens und die Heck und die Seiten immer neu. Pro Rennen, pro Test, kann man so sagen. Du erzählst mir hier schon ganz viel. Erzähl doch mal unserer Community, wer bist du, was machst du hier, was ist hier deine Aufgabe im Team? Ja, ich bin Christian Hohenadel, bin 45 Jahre alt, bin der sogenannte Teamchef hier, also verantwortlich für das gesamte Team, von A bis Z, würde ich sagen, von der Beschaffung von Sponsoren, Fahrer etc. bis hin zu der Planung, wo stehen wir, was für Serien wollen wir fahren, was wollen wir in Zukunft, wo stehen wir in 1, 2, 3, 4 Jahren, was wollen wir da? Und da ist so meine Expertise gefragt und das ist so meine Hauptaufgabe eigentlich. Ja, vielen Dank, also wir freuen uns sehr, heute mit dir dabei zu sein, dass du uns das Ganze hier mal zeigst, was auch hinter den Kulissen, behind the scenes los ist. Und wir freuen uns auf den Tag mit dir gemeinsam. Und ihr werdet es nachher sehen. Schaut es euch an. The better line for Tamburello. There's a touch between them. And then you've got Maximilian Gotz coming side by side with them as well. It's 3 together. He goes onto the grass here. Müller Samau has still got himself here at the head of the queue. That is determined stuff from Nico. Grüß dich. Hi Kevin. Wie geht's dir? Gut, alles und gut. Dir? Ja, auch super. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Du stehst ja schon am Auto. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Was ist deine Aufgabe hier? Was machst du? Worum kümmerst du dich?
Ich arbeite im Teammanagement, also ich mache das Teammanagement mit dem Steve gemeinsam, der ist heute leider nicht da, deswegen müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Ja, meine Aufgaben sind alles Organisatorische, was quasi hinter den Kulissen des Teams abläuft. Also das heißt so ein bisschen die Fäden zusammenhalten, Personalplanung, Reiseplanung, die Logistikplanung, mit den Logistikern quasi alles durchplanen und durchsprechen, was für so eine Rennvorbereitung gemacht werden muss, was geladen werden muss, wann fährt wer wohin bei so einem großen Team. Also wir sind jetzt für die DTM ungefähr 34 Leute bei jedem Rennen vor Ort. Ist das ein ganz schöner Akt? Das ist schon viel Aufwand, genau, viel zu tun, genau. Viel zu planen. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig, weil dann haben wir ein paar Mechaniker, die quasi festangestellt sind und fest im Workshop sind, die dann immer von hier losreisen. Dann haben wir ein paar, die nur an die Rennstrecke kommen. Und dann muss quasi koordiniert werden, wer kommt von wo, oder ja, wer kommt von wo, wohin, wer reist wieder ab, wer fliegt, wer fährt mit dem Sprinter, ja. Ich merke, es wird super spannend und man muss wirklich gucken, dass da nichts schief geht, dass genau, nicht der eine nach in die USA fliegt und der andere nach China. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also eine der Sachen, die zwischen den Rennen immer gemacht werden muss, ist, die Autos müssen geputzt werden. Da sind die Jungs gerade draußen dran. Es muss gecheckt werden, wo ist die Folierung nur verschmutzt, wo ist sie beschädigt, was muss repariert werden. Und das ist eine meiner Aufgaben, dass ich quasi mit den Mechanikern zusammen erfasse, was muss repariert und ausgebessert werden, was muss komplett neu gemacht werden. Dann kommuniziere ich das mit unserem Folierer. Stimme den Termin mit denen ab, dass die herkommen können, just before, sehr schönes Denglisch, just in time just quasi, in time. Bevor der LKW dann geladen wird. Das heißt, die Mechaniker sind quasi an den Autos dran am Arbeiten, bis kurz vor der Ladung, weil die Rennen ja doch relativ strikt durchgetaktet sind. Also ich meine, jetzt haben wir 3 Wochen vom Lausitzring nach Imola. Es wird jetzt dann immer kürzer werden. Und im Normalfall haben wir halt immer 14 Tage zwischen den Rennen. Und dann muss es halt wirklich, der Verlierer kommt quasi an dem Tag, wo geladen wird und ist dann tagsüber noch am Auto dran. Und dann das Letzte, was in den LKW reingeschoben wird, das sind dann die Autos. Und dann geht's los. Gute Stube. Ja, grundsätzlich steckt sehr viel Büroarbeit und Organisatorisches dahinter. Ich zeige dir aber mal so ein paar kleine Auszüge. Ja, gerne. Wir schicken ans Team zum Beispiel immer so ein Teamguide raus, wo quasi drin steht, okay, wann sind die Eventdaten, wo geht's hin? Kleines Foto, das ein bisschen netter aussieht. Wer ist an Staff dabei? Welche Chassis sind dabei? Wer reist wie an hier zu dem ganzen Chaos? Also zum Racetrack. Ja, das sind so die Key Facts. Das Ganze verwalten wir dann noch weiter über einen Google-Kalender, wo alles einfach just in time dann nochmal geupdatet wird. Also wenn es irgendwie eine Änderung vom Zeitplan gibt, kriegen die eine Notification aufs Handy. Hey, das und das hat sich geändert. Ja, der Link dazu ist dann immer nochmal im Guide mit drin. Den hat aber jeder eigentlich schon seit Anfang der Saison mit auf dem Handy. Wow. Und dann ja, kannst du einfach gerade gucken, okay, wann ist Abfahrt, Hotel. Das planen wir alles immer schon vorher. Ich kann das gerade einmal vielleicht für das letzte Wochenende, waren wir im Lausitzring. Also man hat 2 verschiedene Farben drin. Einmal ist der Kalender fürs Team, einmal der Kalender für die Fahrer. Da steht von morgens Abfahrt, Hotel bis abends. Wie lange wir planen zu arbeiten. Natürlich ist das immer so eine Sache, wie kommen die Autos vom Rennen zurück, wie lange muss geschraubt werden, muss noch was foliert werden. Also Feierabend um 20 Uhr ist ein bisschen optimistisch, aber obwohl, ja, am Samstag haben wir das um 20 Uhr tatsächlich geschafft. Ich bin ja in einem anderen Leben, war ich mal Architektin. Das heißt, ich mache uns immer einen schicken CAD-Plan von unserem Boxenaufbau. Ich glaube, das macht jetzt wahrscheinlich nicht jedes Team so, aber was ich immer mache, ist halt einmal die Boxenmaße mir nehmen. Also bei manchen Rennstrecken weiß ich es halt nicht, dann frage ich die bei der Rennstrecke ab. Lausitzring waren wir jetzt 2 Wochen vorher zum Testen. Dann habe ich mir die Maße genommen. Gut, und die wusste ich auch schon von den Jahren vorher. Ja, und dann zeichne ich quasi unsere Stellwände da ein. Wie viele Stellwände geht es, in welche Richtung? Beschrifte die alle so, damit jeder beim Aufbau weiß, welche Wand kommt wohin? Wie wird das Ganze zusammengesetzt, damit man einfach reibungsloser arbeiten kann? Das heißt, wir kommen an der Rennstrecke an, machen ein kurzes Teammeeting, sagen dann nochmal allen, okay, die Box wird so aufgebaut. Wir haben 3 Autos, deswegen haben wir nochmal 3 Boxen. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah.
Also, hier wird schon wieder fleißig gearbeitet. Wir gehen jetzt mal zum René. René ist Nummer 1 Mechaniker von David. Wir schauen mal, was der so macht und was er uns so alles erzählen kann. Alles gut bei dir? Ja, danke, sehr gut. Erzähl mal, was machst du hier im Auto? Ja, wir sehen ja jetzt hier das Auto von David, schon halber zerlegt. Wir müssen gewisse Reparaturen durchführen, weil er ein bisschen Rasenmäher gespielt hat am Wochenende. Wir haben es alle gesehen, ja. Ja, leider. Aber alles gut. Es sind ein paar Teile kaputt gegangen. Die bringen wir zur Reparatur. Ansonsten checken wir das Fahrzeug komplett durch alles. Wir gucken die Fahrwerke nach, komplett alles. Wir schauen uns den Innenraum an und nach der Pedalbox, ob das alles in Ordnung ist, dass keine Steine drin liegen, dass er immer vollen Bremsdruck hat. Und dann machen den Sitz machen wir sauber, nachdem er das Wochenende ein bisschen mehr am Mittelfeld rumgefahren ist. Und ja, dann gehen wir weiter komplett an die Hinterachse, bauen die Stoßdämpfer später alles aus. Stoßdämpfer gehen auf den Prüfstand, gucken, dass da alles in Ordnung ist, checken die Federn, dass da irgendwo ein Riss drin ist. Die Bremsen überprüfen alles. Ist jetzt irgendwas Größeres kaputt gegangen am Wochenende? Nein, es war alles in Ordnung. Da sind wir eigentlich sehr zufrieden mit dem David. Ab und zu ist mal eine Stoßstange kaputt oder ein Splitter oder ein Unterboden. Aber das sind die normalen Schwächen, was man hat am Auto. Das Carbon ist so weich, das passiert mal. Aber ansonsten ist alles heile geblieben. Wie gesagt, die normalen Checks. Ja. Ölcheck, was wir machen. Elektrikkabel, was wir durchgucken, dass nirgendwo Scheuerstellen sind. Kühlwasserleitung, dies und das und dann passt das. Wird hauptsächlich drüber geputzt. Das ist die meiste Arbeit bei uns, dass alles wieder sauber ist. Und wenn wir fertig sind, schauen wir, dass wir noch einen Rollout machen. Und dann gehen wir perfekt vorbereitet zum nächsten Rennen in Imola und hoffen, dass wir da mit dem David diesmal was reißen können. Wie sieht denn für dich so ein Rennwochenende aus? Also was sind da deine Aufgaben? Wie ist so für dich der Tagesablauf? Ja gut, als erstes fahren wir mal, wenn wir ankommen auf dem Rennwochenende, dann laden wir die LKWs aus. Wird alles komplett aufgebaut, wird die Box eingerichtet, sodass die Zuschauer auch rein können. Danach gehen wir direkt an den Autos. Meistens machen wir noch mal kurz ein Setup, checken noch mal alles, ob die Spur passt, die Höhe noch mal ein bisschen nachstellen. Dann warten wir am nächsten Tag auf die erste Session. Wir bereiten uns alle vor, müssen Feuer festtragen, Helme, dass alles vorbereitet ist, Benzin drin ist, dass wir vorne Blanking haben, Kühlerblanking, dass der Fahrer fertig ist, Fahrer angeschnallt und so weiter. Dann gehen wir in die Session, dann warten wir ab, bis der Ingenieur irgendwie einen Call gibt. Okay, kommt rein. Wir wechseln irgendwas am Setup, Sturz, Flügel etc. Wenn das alles okay ist, dann geht er nochmal raus und wenn die Session fertig ist, dann checken wir das Fahrzeug eigentlich fast im gleichen Sinne wie in der Werkstatt nochmal. Mhm. Zwar jetzt nicht, dass wir alles wegbauen, aber wir gucken nochmal kurz die Fahrwerke nach, ob irgendwas drin ist, irgendwie Pickup drin festgeklebt ist, ob die Dämpfer in Ordnung sind, ob die Bremsen in Ordnung sind, das Wichtigste, dass wir nirgendwo eine Leckage haben, kein Öl oder kein Kühlwasser wegläuft. Und dann warten wir auf die nächste Session oder gehen dann später, Tage später. Frühmorgens Qualifying, selbe Vorbereitung. Qualifying fertig. Stehen wir erstmal im Park vor mir. Eine Stunde nur meistens. Und danach haben wir kurz nochmal Auto putzen, sehr wichtig, dass wir sauber in den Grid gehen können. Wenn wir hoffen wir das nächste Mal auf Pole Position fahren können mit dem David. Das wäre zum Vorteil. Ja, und dann nach dem Rennen ist eine größere Arbeit, je nachdem. Meistens sind nach dem Rennen irgendwelche Carbon-Teile kaputt. Spielt da vorne Unterboden, dann werden die getauscht. Wird nochmal Setup gemacht, alles. Für den nächsten Tag Auto geputzt, Cover drüber und ist Feierabend für den Tag. Ja, perfekt. Mega. Also ich bin mega begeistert von dem ganzen René. Ich sag vielen Dank für den Einblick. Jawohl. Und wir sehen uns. Mach's gut. Viel Spaß noch im Auto. Danke, danke. Euch einen schönen Tag noch. Ciao. Mega. Okay, Maxi, five laps. Stay focused. If you don't make a mistake, you will not get fired. No pressure, Maxi. Just don't make a mistake. The inside, Bittman's on the outside. He's trying to be on the inside for the next part of Tamburello, but won't be. Then he goes wide and then. When they're talking all that fakery, I just don't get involved. Got them praying on my downfall, but they still gonna sing my song. They're doing the same thing. They copy and paste. Schön, dass wir hier sein dürfen. Uns alle interessiert natürlich, wer bist du, was machst du? Erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Ja, mein Name ist Maximilian Götz, bin mittlerweile 36 Jahre alt, gehört schon zum alten Eisen im Motorsport, würde ich sagen. Und ich fahre für Mercedes-AMG Team Windward Racing in der DTM. Und ich kam neu ins Team als der Meister im letzten Jahr in der DTM. Und es freut mich wieder so zurückzukehren zu den Wurzeln, zu dem Team. Mit dem Team habe ich schon sehr viel gewonnen und erreicht in den letzten 10 Jahren. Und ich war mal kurz weg letztes Jahr,
habe den Meister gemacht und ja, jetzt bin ich wieder zurück und Motorsport ist mein Leben, mich verbindet mit dem Motorsport sehr viel. Meine Familie ist auch schon seit 30 Jahren im Motorsport-Thema drin und mein Dad ist auch früher Rennen gefahren und durch ihn bin ich eigentlich dazugekommen. Und ob das mein Bruder ist, meine Mom, die sind alle voll verrückt danach und ja, begeisterte Motorsportfamilie, würde ich sagen. Du hast gerade gesagt, dein Dad hat auch Motorsport betrieben früher. Wie waren denn deine Anfänge? Hast du mit dem Kartsport angefangen? Wie ging es weiter? Ja, also mein Dad wollte eigentlich gar nicht, dass ich Motorsport mache, weil er wusste, dass es erstmal sehr teuer ist, dann sehr viel Zeitaufwand dahinter steckt und dass es ein langer Weg ist bis nach oben. Und er war auf Geschäftsreise und ich habe dann meine Mom so lange genervt, bis sie mich dann zur Kartbahn gefahren hat, dass mein Dad es nicht mitbekommt. Und dann hat mich das gepackt. Ich habe Tennis gespielt, so Fußball, was halt so ein Jugendlicher macht oder ein Kind macht. Und dann mit 8 Jahren ging es dann los auf der Kartbahn sozusagen. Und danach hab ich wirklich lange gebraucht, bis ich meinen Dad überzeugt hatte, dass er da investiert und mich unterstützt. Und dann war er mal dabei auf der Kartbahn, hat gesehen, hey, der kann was, der Junge, da ist ein bisschen Talent da. Und hat dann auch direkt dann eine Fördergemeinschaft gegründet, die quasi meine Karriere gefördert haben. Also ein Sponsor ist in dem Fall das falsche Wort, weil wenn du so jung bist, dann ist eine Förderung eines Partners sehr wichtig über lange, lange Zeit. Weil der Weg von Kartsport bis hin, wo ich jetzt bin, ist sehr, sehr lang. Und da gehört sehr viel Geld dazu. Und mein Dad hat begrenzte Mittel gehabt, der hat seine Möglichkeiten eingesetzt. Aber ohne den Sponsoren, ohne den Partnern und Förderern wäre das nicht gegangen. Und dann habe ich angefangen mit Kartsport, bin deutscher Meister geworden 3-mal, bin bis hin zur Weltmeisterschaft alles gefahren im Kartsport, war sehr erfolgreich. Und dann kam der nächste Schritt, die Formel BMW damals. Habe die auch im zweiten Jahr gewonnen von Sebastian Vettel. Der wurde Vizemeister, also auch nicht schlecht, der danach 4-mal Weltmeister in der Formel 1 wurde. Und ja, dann ging es in die Formel 3 2004, 2005, 2006. Bin ich Formel 3 gefahren, war auch Teamkollege von Lewis Hamilton zu der Zeit. Also ich bin mit den großen Namen, die jetzt in der Formel 1 auch fahren oder in der DTM erfolgreich sind, groß geworden. Ob das ein Vettel ist, ein Hamilton, wie es alle heißen, Alonso bin ich auch gefahren schon früher, obwohl der ein bisschen älter ist als ich. Also es sind wirklich die ganzen Namen, die kenne ich seit 20 Jahren und das ist schön, so mit denen quasi groß geworden zu sein. Und ja, und dann irgendwann war es dann so, dass im Formelsport der nächste Step die Formel 1 gewesen wäre. Aber ich hatte keine 10 Millionen in der Tasche, um das zu finanzieren. Und dann musste ich mich ein bisschen umorientieren und bin dann in den GT-Sport gewechselt, wo ich jetzt seit 13, 14 Jahren sehr erfolgreich bin. Ja, ja gut, ich sag mal, im GT-Sport hast du halt auch die Motoren, die man noch richtige Motoren genau, nennen kann. Genau, also in Formelautos bis hin zur Formel 1 sind eigentlich kleine Motoren verbaut. Wir sind damals mit dem BMW-Motor gefahren. Im Formel-BMW-Auto, im Formel 3 war es ein Vierzylinder-Turbomotor. Also es sind wirklich andere Dimensionen. Wir haben jetzt hier im GT-Auto ein V8 drin, ja, mit 550 PS ungefähr. Und das macht halt schon Laune. Und diese Autos, die wir fahren, die kannst du theoretisch auch kaufen. Also der GT oder der SLS, den ich davor gefahren bin, das sind quasi umgebaute Straßenautos, übertrieben gesagt. Und das ist das Schöne, dass man ein Auto bewegt, was jeder draußen in der Welt kaufen kann. Wie bereitest du dich denn auf die Rennen vor? Also ihr habt ja einige Rennen jedes Jahr, wo du auch unterwegs bist. Wie bereitest du dich darauf vor? Also viele denken immer, ja, du fährst ein bisschen im Kreis und das macht Spaß und so, aber da gehört sehr viel mehr dazu. Also erstmal das Teamwork, das Rennen vorbereiten, das Team einstellen und gucken, dass du die Mechaniker, Ingenieure um dich herum hast, die dich supporten und unterstützen und dir das geben, was du brauchst als Fahrer. Das heißt, es ist vor einem Rennwochenende sehr viel mit verbunden mit Theorie und diese Strategie durchgehen und das Setup finden. Dann natürlich vor Ort das Fahren und dann dich weiterentwickeln übers Wochenende. Aber in so einem Auto wird es auch sehr, sehr heiß zum Beispiel. Also wir haben im Cockpit 60 Grad teilweise im Sommer. Das ist sehr, sehr heiß und da musst du dich körperlich drauf einstellen. Du hast auch während der Saison gar nicht so viel Zeit zu trainieren, weil du so viel Rennen hast. Und du musst in der Winterpause deine Grundlage schaffen, das heißt Ausdauertraining, Laufen gehen, Radfahren, Wandern auch, also wirklich lange Einheiten machen und Fitnesstraining für den Nacken, für die Rumpfmuskulatur, musst du sehr viel trainieren und dann generell übers Wochenende, dass du halt auch einfach deine Performance abliefern kannst und da gehört schon wirklich am Tag 3-4 Stunden Training dazu und auch 4-5 Tage die Woche. Also es ist nicht einfach nur so, dass du da hinkommst und ein bisschen Auto fährst und Spaß hast, sondern das ist knallhartes Business. Du musst topfit sein
Und auch eben diese Hitze in dem Auto musst du vertragen können. Also ich stelle ein Fahrrad in die Sauna zum Beispiel und fahre da mal so eine Stunde bei 40 Grad, um eben mich perfekt auf die Situation einzustellen. Mentale Stärke ist auch sehr, sehr wichtig. Du musst halt alles ausblenden, was du vielleicht zu Hause für Probleme hast oder egal wo. Du musst dich auf den Punkt konzentrieren können und am Ende geht es um Tausendstel und Hundertstel. Und das ist eben ganz wichtig, dass du auf den Punkt in einer Runde im Qualifying alles abrufen kannst. Wenn es jetzt auf dem Rennwochenende zugeht, ich meine, du bist schon einige Rennstrecken gefahren auf dieser Welt, setzt du dich dann nochmal in den Simulator, fährst du die vorher nochmal vor oder sagst du, ich kenne die Strecke, ich fahre die in den freien Trainings, wie machst du das? Also die Strecken verändern sich auch, jetzt am Lausitzring zum Beispiel letzte Woche, da war, sind sehr viele Bodenwellen und ich fahre da seit 12, 13 Jahren schon auf der Strecke und jedes Mal ist es ein bisschen anders. Das heißt, du musst dich im Training drauf einschießen, das Training nutzen, dass du quasi im Qualifying dann genau ja, die Runde checkst und das umsetzen kannst. Wenn du einmal eine Bodenwelle falsch triffst, im falschen Winkel zum Beispiel, dann versetzt das Auto schon anders. Du hast einmal Gegenlenken mehr drin und das kostet dir vielleicht schon ein 200stel und das kostet dir 3 Plätze. Also es ist wirklich extrem und da ist ein Simulator sehr hilfreich natürlich, dass du die Strecken fährst und in den Rhythmus kommst und die Bremspunkte rausarbeitest, das geht schon. Aber so Streckenveränderungen zum Beispiel, und die hast du auf jeder Strecke von Jahr zu Jahr, musst du dich eigentlich im Training drauf einschießen und wirklich jede Runde nutzen. Dann haben wir natürlich Onboard-Videos von Teamkollegen, wo man sich ein bisschen orientiert, was die machen und eben auch Daten. Also wir haben ganz viele Daten, die das Auto sammelt für uns. Ob das jetzt halt Lenkwinkel sind, Speeds, Bremspunkte, Bremsdruck, generelle Balance im Auto siehst du da auch. Und dann guckst du, dass du dich adaptierst. Wenn du gut bist, dann brauchst du gar nicht so viel gucken, was die anderen machen. Dann schauen die eher, was du magst. Aber ab und zu kommt es vor, dass man sich dann hinsetzen muss, Hausaufgaben machen muss und sich eben kleine Dinge rausarbeiten muss. Macht ihr das auch so, dass du bei den Rennen mal schaust, wie jeder so seinen Flügel eingestellt hat, wie die technischen Themen, die man so von außen sieht, weil hinter das Auto dürft ihr ja nicht gucken? Also auf jeden Fall, du analysierst alles. Also die Konkurrenz natürlich, aber dann auch sich selbst und das Auto. Man hat da Referenzwerte und es ist die Erfahrung, das ist das Schöne. Ich bin schon jetzt so lange dabei und weiß ganz genau, auf was es ankommt. Und du versuchst natürlich dann, das Paket so zu trimmen, dass es auf dich als Fahrer passt und abgestimmt ist. Und dass du quasi die Konkurrenz schon verstehst, was die vorhaben. Wir hatten jetzt am Lausitzring die Situation, dass wir in schnellen Kurven oder ich persönlich so ein bisschen Probleme hatte. Wir hätten jetzt im Endeffekt so ein bisschen mehr Flügel fahren können. Das sind aber alles Erfahrungswerte, die in die Saison einlaufen, wo wir beim nächsten Mal, wenn sowas auftaucht, reagieren können und sagen, hey, lass uns ein bisschen mehr Flügel probieren. Das sind aber alles Erfahrungswerte, die man sammelt mit dem Ingenieur zusammen, mit den Mechanikern, die genau wissen, ist das Auto von der Fahrhöhe am Limit, können wir ein bisschen weiter runtergehen, sind wir schon zu tief zum Beispiel, weil das erzeugt auch generell einen Downforce, wenn man mit dem Auto von der Fahrhöhe runtergeht. Also es sind lauter so Punkte, wo man mit dem Team zusammen arbeitet. Als Fahrer gibst du nur einen Input und sagst, hey, das würde ich gerne, das brauche ich, dass ich schneller fahren kann. Aber der Ingenieur sagt, da können wir noch, da können wir nicht, da sind wir am Limit. Also das ist dann auch schön, als Team sich dahin zu entwickeln. Wo unterscheiden sich für dich die Fahrer? Also jeder bereitet sich ja anders auf so ein Rennen vor. Jeder geht so ein Rennen anders an. Der eine geht früh schlafen, der andere guckt sich bis tief in die Nacht noch das Auto an, ist mit seinen Mechanikern in Kontakt. Wie sind so deine Erfahrungen auf der Strecke? Oder wer ist da ganz besonders penibel, was sein Auto angeht? Es sind alle penibel, muss man schon sagen. Also jeder versucht natürlich, das Maximale rauszuholen. Und du weißt als Fahrer schon, nach dem Qualifying da oder da hast du die Zeit verloren. Und dann wird eben auf diese Punkte wird eingegangen. Über das Gute wird auch gesprochen, ja. Aber eher über das, was nicht so funktioniert hat, wo man sich nicht wohlfühlt vielleicht oder wo man Zeit verloren hat und versucht dann mit dem Team, mit dem Ingenieur, das zu verbessern. Und deswegen ist ein erfahrenes Team und ein erfahrener Ingenieur sehr, sehr wichtig. Und auch die Erfahrung des Fahrers. Der kann genau sagen, ich verliere hier, wir müssen jetzt die Änderung machen, das brauche ich vielleicht, um mehr Vertrauen zum Auto zu haben, um eben auch vielleicht in der Kurve mehr rauszuholen. Und das ist eben eine Kombination. Also im Motorsport ist es eine Kombination aus verschiedenen Sachen, die dich erfolgreich machen. Es ist das Team, das Erfahrung haben muss. Der Fahrer muss gewisse Erfahrung mitbringen und das Fahrzeug muss eben aussortiert sein und eben auf jeder Strecke performen. Es hilft nichts, wenn du einmal schnell bist und dann funktioniert es nicht, sondern du musst versuchen, jedes Wochenende, jeden Tag aufs Neue bei verschiedenen Bedingungen das maximal aus dem Paket rauszuholen. Haben die Ingenieure dann untereinander auch Kontakt, dass sie sagen, für das Team, wir schauen, wo der eine vielleicht besser zurechtkommt im Sektor 1, der andere im Sektor 2, wie ist da deren Einstellung, wie ist der Lenkwinkel?
Wie sieht es bei euch aus? Also auf jeden Fall, wir haben, bei uns liegt alles offen, jeder Fahrer kann vom anderen alles sehen, selbst die Reifenluftdrücke und so weiter, also da wird alles geteilt. Mit dem Luki kannst du auch mal über eine Linie reden. Ja? Wenn ich sage, Luki, wie fährst du denn da? Dann sagt er, nee, ich sag nichts, das ist dein Problem. Sondern da wird schon zusammengearbeitet und natürlich verrätst du nicht alles, das ist ja auch ganz klar. Ein paar so Tricks, die du über die Jahre gelernt hast, ja, wo quasi dein Know-how sind als Fahrer, das gibst du nicht preis. Aber Datenaustausch, Onboard-Videos und so weiter, das ist überhaupt kein Thema, das können wir einsehen. Und da siehst du auch relativ viel schon und versuchst dich zu adaptieren. Es gibt Kurven, wo du besser bist, es gibt Kurven, wo der andere besser ist. Und dann versuchst du fürs Qualifying eben das Beste zusammenzupacken und das Maximale rauszuholen. Was reizt dich denn noch in der Zukunft am Motorsport? Also wo geht es im Motorsport eigentlich hin? Natürlich, wenn du anfängst als, wie ich, 8-, 9-, 10-Jähriger, die Formel 1, du willst Formel 1-Weltmeister werden. Mein Vorbild war damals der Michael Schumacher, ist ganz klar. Ein Bernd Schneider im GT-Sport. Und Formel 1 war das Ziel, dann checkt man irgendwann, okay, das haut nicht so hin, finanziell vielleicht oder aus anderen Gründen. Dann gibt es aber noch was anderes. Und für mich war die DTM immer so das, was du machen willst, wo du hin willst, was du erreichen willst. Das ist die höchste Klasse neben der Formel 1, die man erreichen kann. Und ja, die noch zu gewinnen, wie ich letztes Jahr, ist natürlich, also es gibt nichts Größeres und Schöneres für mich. Und wenn ich jetzt noch ein paar Jahre in der DTM fahren kann, auf dem allerhöchsten Niveau, sich messen kann mit den besten Fahrern, die es da gibt, dann ist das eine große Erfüllung. Ja, genau. Also, wie es aussieht grundsätzlich. Du läufst. Läuft, du hörst mich auch. Sehr gut. Also wir sehen hier von vorne zerstrippt und zerklüftet den GT3, unser Rennauto. Jetzt am Rennen ist halt immer so, dass du als Team in die Werkstatt kommst, baust alles weg, wird alles zerlegt. Das Auto steht dann irgendwann nackig hier, wie jetzt. Wird halt alles gecheckt. Hier vorne ist jetzt das Kühlerpaket sozusagen. Also erstmal die Anzugbrücke hier vorne. Das ist eben eine Sache, wo man auch immer cleanen muss. Da vorne hier ist der Luftfilter eigentlich drin und der Einsatz. Man sieht, ich hole mal ein bisschen was raus. Ja, das ist mein Ausflug in die Wiese gewesen. Gänseblümchen ist auch dabei zum Beispiel. Also, das wird alles gereinigt. Hier vorne ist das Kühlerpaket quasi. Und dann hier die Ansaugbrücke. Und hier ist eben ein Loch. Hier, ihr seht hier, hier fehlt was, weil hier eigentlich in diesem Bereich der Air-Restriktor drin ist. Das ist leider so bei uns im GT-Sport. Wir haben mit dem 6,2 Liter V8 Motor, reiner Saugmotor, Leistung ohne Ende in der Theorie. Aber nachdem wir mit anderen Herstellern fahren, die nicht so viel Leistung haben, werden wir hier quasi so ein bisschen restriktiert, was die Leistung angeht. Das heißt, wir fahren mit 35 mm Durchmesser, das ist genau so groß, wo die Luft durchströmt und dann quasi in den Motor reinkommt, um eben nicht die volle Leistung auszuschöpfen, sondern wir fahren aktuell so mit 550 PS ungefähr, bei einem Gewicht von mit Fahrer und Sprit so bei 1300 Kilo, ja, plus minus, kommt immer ein bisschen auf die Rennstrecken an. Und die Konkurrenz hat halt zum Beispiel vielleicht weniger Leistung, aber auch weniger Fahrzeuggewicht. Und durch diese Balance of Performance, sagt man dazu, BOP, versucht man halt dieses Leistungsgewicht einzustufen, dass alle am Ende, egal Front-, Mittelmotor, Heckmotor, Turbomotor, Saugmotor, im Endeffekt konkurrenzfähig sind. Auf einem Level fahren. Weil sonst würde es ja nur um die Leistung gehen. Wenn du sagst, ich baue da jetzt 800 PS rein, dann bist du klar der Schnellste, aber das ist nicht die Idee. Sondern das Konzept besteht darauf, quasi seriennahe Fahrzeuge, obwohl ihr seht es ja, das ist nicht seriennah, sehr viel Carbon verbaut, eben auf einem Level fahren zu können. Und das weltweit mit verschiedenen Reifen. Wir fahren jetzt in der DTM Michelin, es gibt aber auch Pirelli-Reifen zum Beispiel, aber auch andere Hersteller, dass du eben auf einem Level fährst. Sprich, wir haben GT-Serien-Auto, GT-Serien-Karosserie mit einem 6,2 Liter Saugmotor, den man aus dem SLS mehr oder weniger kennt, den alten. Genau. Mit extrem viel Ansaugung, die aber maximal komprimiert wird, sodass wir da eigentlich keine 650 PS, sondern nur 550 PS haben, damit die Konkurrenz auch noch eine Chance hat. Genau, dass die Konkurrenz eine Chance hat und mitkommt. Man muss erklären hier, das Fahrzeug, die Alukarosse, wenn man hier mal rüber geht, das ist hier der normale tragende Rahmen, der ist standardmäßig und dann wird eben hier die Aufhängung zum Beispiel verstärkt, die Anlenkpunkte, die Kinematik wird verändert, die Halterahmen hier werden
dazu gebaut, so dass eben im Endeffekt man die ganzen Carbon-Teile fitten kann ans Auto. Aber im Endeffekt die tragende Struktur der Rahmen, das ist wirklich vom Band genommen, von der Serie und eben modifiziert ein bisschen. Und es passiert auch eben auf einer Produktionszahl. Du musst so und so viele Fahrzeuge bauen, Modelle bauen, dass du daraus ein Rennauto bauen darfst. Also es ist wirklich produktionsnah irgendwo. Aber ihr seht, so sieht ein normaler GT nicht aus in der Regel. Man hat hier zum Beispiel Luftheber verbaut, das heißt ein automatischer Wagenheber. Hier wird die Luft angesteckt, dann fährt das Auto nach oben. Das heißt, wir haben einen integrierten Wagenheber, wäre für die meisten Kunden, wenn man wechselt von Winter- auf Sommerreifen, nicht schlecht, weil es dann schnell geht. Ja, ganz schnell geht. Dann hat man hier im Endeffekt diese Schläuche, die von vorne reinkommen, die Bremskühlung. Hier sitzt die Bremsscheibe drauf. Das heißt, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man hier eine brutale Kühlung hat, weil wir erreichen bis zu 1000 Grad. Also die fängt das Glühen an, ja, die Scheibe. So viel Energie entsteht da. Das heißt, die Bremskühlung ist ein Thema. Dann generelle Kühlung für Getriebe, Motor, weil wir einfach auch immer Vollgas fahren. Ja? Also wir cruisen ja nicht und machen keine Sonntagsausfahrt, sondern bei uns geht es entweder Vollgas oder Vollbremse. Eine Rollphase hast du eigentlich ganz wenig, so wenig wie möglich. Deswegen, der Motor ist ganz wichtig, dass der immer funktioniert und eben auch die Bremsanlage zum Beispiel. Und bei der Bremsanlage, du hast es vorhin schon gesagt, ihr fahrt ja mit einer ganz normalen Stahlbremse. Genau, also es ist keine Scheibe gerade drauf, aber wir fahren eine Stahlbremse, das hat auch mit Kosten zu tun. Natürlich wäre eine Carbonbremse oder eine Keramikbremse oder vielleicht performancemäßig besser, aber es ist einfach nicht bezahlbar. Wir brauchen jedes Wochenende ein, zwei Satz Bremsscheiben und Beläge, um das eben maximal rauszuholen. Und die sind doch etwas günstiger wie so eine Carbonbremse. Das ist eben dann ein bisschen reduziert auf die Kosten eben. Dieser riesen Lufteinlass hier vorne, das ist halt schon heftig. Ja, also das ist schon heftig. Und das ist ja auch die zweite Generation von dem GT3 ja. Auto. Der erste war ein bisschen kleiner, der Grill. Ja. Und das ist quasi der Evo, die Evolutionsstufe von dem GT3 Auto, vom ersten. Und das haben wir gemacht deswegen, dass wir eben mehr Bremskühlung herkriegen, mehr Getriebe- und Motorkühlung. Weil das war immer ein Thema, dass wir zu wenig Kühlung ja. hatten. Und deswegen hatten wir dieses schöne Maul vorne. Ich wollte gerade sagen, habt ihr eigentlich einen Vorteil gemerkt, dadurch, dass man jetzt mit dem AMG-typischen Grill genau. einfach diesen riesen genau. Lufteinlass auf das vorne hat schon haben. Was gebrast. Also wir haben erstmal mehr Downforce erzeugt auf der Vorderachse dadurch und eben mehr Kühlung reingebracht. Und da waren wir auch stolz drauf damals. Vor 3 Jahren wurde nämlich... Es war eine Weltpremiere am Nürburgring, während dem 24-Stunden-Rennen eben dieser neue Grill zum ersten Mal bei einem GT-Auto oder generell Auto gezeigt, was danach erst in die Serie kam. Das heißt, wir sind ja auch irgendwo Entwicklungsträger und auch ein bisschen Vorreiter, was danach in der Serie passiert. Die Nachfolgemodelle und auch unser Topmodell, der Black Series, hat eben auch diesen Grill und der kommt eben ursprünglich von diesem Auto. Also wir haben es auf der Rennstrecke getestet, haben es für gut befunden und dann kam es in die Serienproduktion. Ja, das ist ja auch so das Leitthema von AMG, auch für euch vielleicht. AMG testet ganz viel im Motorsport und alles, was im Motorsport entwickelt wird und sich bewährt, kommt auch in die Serienfahrzeuge, das heißt in euer Auto am Ende. Und ihr probiert es auf der Rennstrecke aus. Definitiv, ja? Und da gibt es, glaube ich, nichts Besseres. Ihr testet die Fahrzeuge im Grenzbereich. Definitiv. Und lasst so danach die Technik auf die Kunden los. Genau, und das ist ganz wichtig und da sind wir auch froh und sind auch irgendwo Markenbotschafter von dem Ganzen, weil wir halt so tief drin sind in der Materie, Entwicklung, auch was in Straßenfahrzeugen kommt. Und am Ende, wir fahren entweder, wie gesagt, Vollgas, Vollbremse und da geht es voll aufs Material. Und wenn das Auto ein 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife übersteht, ohne Probleme, dann kann man auch am Sonntag eine schöne Ausfahrt mit Sicherheit durch den Schwarzwald machen. Durch den Schwarzwald machen. Also das hält es dann auch aus. Also so ist es nicht. Genau, also wenn wir mal zum Cockpit kommen, ihr seht auch hier die Crash-Struktur. Das ist auch wichtig. Wir haben hier den Gitterrohrrahmen verbaut, der quasi in die Karosse eingebaut wird, in die Standardkarosse. Dann haben wir unseren Sitz. Also wir haben jetzt keinen reinen Schalensitz, wie man es vielleicht vom Rennauto erwarten würde, sondern wir haben hier eine Sitzkiste, wo mein Sitz speziell geschäumt ist auf mein Body quasi. Das heißt, ich sitze halt perfekt drin. Hat jeder Fahrer quasi seinen eigenen Sitz. Das heißt, das ist alles ein bisschen staubig und dreckig jetzt, aber es wird alles wieder schick gemacht fürs nächste Rennen. Aber da sitze ich perfekt drin. Man hat hier das Lenkrad, ich nehme es gerade mal weg, um es euch mal zu zeigen. Also so sieht mein Lenkrad aus, auch leicht staubig vom Lausitzring noch. Also man hat wirklich das immer in der Hand. Man hat jetzt nie eine andere Lenkradbewegung, deswegen sage ich immer,
9 Uhr, 3 Uhr, die Lenkradposition, da hast du am meisten Effekt dabei und das ist nicht umsonst so, so ein Motorsportlenkrad, weil du damit auch den meisten Lenkeinschlag hast und am effektivsten quasi arbeiten kannst. Wir haben hinten quasi das Upshift und Downshift, also du musst einmal kurz ziehen und dann wird der Gangwechsel vorgenommen. Speed Limiter für die Boxengasse, den Startknopf für den Motor starten, der ist hier und nicht mit Zündschlüssel, sondern mit dem Startknopf. Dann neutral, das heißt, wenn man dann in die Box kommt und neu abstellen will das Auto, kann man neutral drücken. Hier kann man die Seiten im Dashboard ändern, wo wir verschiedene Seiten haben, wo wir Luftdruck sehen und Temperaturen und so weiter, also für den Fahrer wichtig ist. Dann Radio, also hier kommt nicht SW1 oder so, sondern hier ist quasi Kommunikation mit dem Team, mit dem Ingenieur. Das heißt, wenn ich da drauf drücke, dann steht die Line sozusagen, die Verbindung zum Ingenieur, kann ich mit dem reden. Dann Drink ist jetzt bei der DTM nicht so der Fall, weil man eine Stunde fährt. Aber beim 24-Stunden-Rennen hat man eine Trinkflasche dabei. Dann drückt man hier drauf und dann kann man im Helm ein bisschen was trinken. Also am liebsten wäre so ein schönes kaltes Hefeweizen, wäre nicht schlecht, aber geht natürlich nicht, sondern wir kriegen halt Wasser mit Magnesium und so weiter, dass wir halt einfach auch nicht dehydrieren und was zum Trinken haben. Und dann haben wir noch Flash, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das ist quasi die Lichthupe. Wenn man da einmal drückt, dann flasht es dreimal auf und da kann man dann die Konkurrenz ein bisschen nervös machen. Also den bräuchte man auf der Autobahn ab und zu. Schön so, hinten so, dran so Flasher, und dann so ein Flasher und dann Fahrbeiseite. Dann geht's ab. Genau, dann gehen wir weiter nach hinten noch. Dann ist hier hinten die Radaufnahme. Hier sieht man nochmal schön, hier läuft die Bremsscheibe drauf, hier ist der Bremssattel und hier läuft die Bremsscheibe drauf. Das ist die Bremskühlung für die Hinterachse. Die kommt quasi seitlich hier rein und läuft dann durch den Kanal und strömt von hinten sozusagen dann die Bremsscheibe an. Und ja, im hinteren Bereich ist dann noch der Heckdiffusor und der Heckflügel. Das ist auch eine Änderung zum Vorgängermodell quasi. Man sieht hier Stellschrauben. Und dann kann man auch während dem Boxenstopp oder mal schnell den Winkel verstellen. Reinigungswinkel verstellen. Das ist eben ja, bei einem Langstreckenrennen, wenn jetzt Regen ist oder trocken oder die Verhältnisse ändern sich, kannst du das während dem Boxenstopp schnell machen. Und der Heckflügel ist im Endeffekt ja, das, wo am meisten Abtrieb produziert. Ähnlich wie bei einem Flugzeug oder genauso, nur ist der Flügel halt andersrum montiert. Wenn man das Profil jetzt hier wegschrauben würde, dann würdet ihr wirklich so ein richtiges ja, Flügelprofil sehen, wie man es vom Flugzeug kennt. Und am Ende wird das Auto nach unten gesogen, gedrückt. Der Downforce Ground Effekt ist da bei so einem Auto sehr, sehr wichtig. Dazu noch der Diffusor. Genau, Diffusor jetzt liegt jetzt gerade nicht hier, aber hier unten sieht man dann noch die Aufhängung, die ganze Kinematik und das Getriebe. Wir fahren hier mit einem 6-Gang sequentiellen Getriebe von Newland. Im Endeffekt gibst du einen Impuls und dann wird durch pneumatische Luftdruck sozusagen der Gang eingelegt. Das heißt, wir haben keine Doppelkupplung und keinen 7-8-Gang Speedshift, sondern es ist das Schepper, das klappert, das tut. Ist super präzise, super schnell, aber auch super simpel. Also 6-Gang, sequenziell. Wir haben auch einen Rückwärtsgang, den man nicht oft braucht. Aber, Im besten Fall, aber das Getriebe ist einfach super easy und das ist auch sehr emotional, wenn du das fährst und schaltest, das scheppert, das macht, das tut, aber es macht Laune. Also ihr seht es auch hin, die ganze Aufhängung vom Getriebe ist relativ simpel, die Antriebswellen raus. Also da spart man natürlich auch sehr viel Gewicht. Und das ist das Schöne bei dem Fahrzeug, Transaxle-System, vorne Motor, hinten Getriebe. Wir haben eine komplette Carbon-Kardanwelle, die von vorne nach hinten geht, die extrem teuer ist. Ich möchte gar nicht wissen, wie viel die kostet. Aber halt auch super leicht. Super leicht ist und auch nicht viele Firmen, die herstellen können. Und genau, das verbindet quasi Motoren, Getriebe auf der Hinterachse. Und das ist quasi der pure Rennsport sozusagen. Also alles an Performance rausholen und Gewichtsverteilung ist bei dem Auto auch sehr gut. Obwohl es ein Front-Mittelmotorkonzept ist, hast du das ganze Gewicht von 80% zwischen den Achsen. Das heißt, die Gewichtsverteilung ist da sehr, sehr... Von welcher Gewichtsverteilung reden wir da ungefähr? Kann ich da gar nicht genau sagen. Ich denke mal 60-40 haben wir ungefähr. Aber es spielt sich alles zwischen den Achsen ab. Also wir haben wenig Überhang vorne und wenig hinten. Und das Hauptgewicht des Fahrzeugs, also 80% der gesamten Fahrzeugmasse, ist zwischen den Achsen, was das Auto natürlich in der Rotation und generell ja, sehr, sehr agil macht und sehr gut macht. Genau, hier sieht man nochmal, das sind Bremsscheiben, die vorderen, die hinteren. Und das sind die Beläge, was ich vorhin gesagt habe, das sind richtige Klötze, also richtige Kavenzmänner. Und
ja, da braucht man davon doch einige während der Saison. Und die Scheibe, die wird glühend heiß, also die erreicht 1000 Grad und noch mehr. Und so ein Belag, da gibt es verschiedene Reibwerte sozusagen, gibt es weichere Beläge, härtere Beläge, je nach Strecke auch, je nach Charakteristik. Und die Dinger, die beißen richtig, also die haben richtig Bums und Grip. Und genau, die laufen dann quasi so auf der Scheibe und ja, wir haben einen Bremsdruck von 120 Bar, muss man sich mal vorstellen. Also wir hauen in die Bremse rein und müssen ungefähr so 60, 70, 80 Kilo bei jeder Bremse drücken, um eben diese über 100 Bar zu erreichen. Und wenn man jetzt da mal 11, 12 Stunden fährt bei einem 24-Stunden-Rennen, dann weiß man, was man getan hat. Und drückt also, man durchgehend 60, 70 Kilo an der Beinpresse. Ja, durchgängig und dann noch auf, auf einen Millimeter das Dosieren in der Bremsphase. Und mit einem Bein. Mit einem Bein, das ist schon eine riesen, also ist schon sehr anspruchsvoll. Und ja, da entscheidet sich es eben auch ein bisschen, wie gut ein Fahrer ist, weil das ist auch Erfahrung sein natürlich mit dem ABS-System, das, die Einstellung, den Druck den, im richtigen Moment, mit der richtigen Geschwindigkeit, das zu dosieren, ist nicht ganz einfach. Viel Erfahrung. Viel Erfahrung, deswegen viel Erfahrung, ja. Ja, aber es ist schon cool und da, ja, wie gesagt, gibt es auch so ein paar Tricks von Teams oder ein paar Mischungen, Belagmischungen, die man fährt, die man bevorzugt als Fahrer. Eher aggressiver im ersten Moment oder in der zweiten Bremsphase. Das ist bei jedem Fahrer auch ein bisschen anders. Wie hast du es gerne? Volle Attacke von Anfang an. Immer, von vorne bis immer, hinten. Immer voll Druck. Hier sieht man es auch nochmal, wenn ihr hier rumkommt. Lorenzo hat gerade den Unterboden abgebaut. Lorenzo, keep it here, shortly. Ihr seht es, das ist die Unterseite vom Boden. Da seht ihr es nochmal, wie tief wir eigentlich fahren, weil hier sind Schleifspuren drauf. Und wir setzen wirklich auf mit dem Auto. Da gibt es auch dann Skids, die sind hier verbaut. Das sind Metallplatten. Und das erzeugt auch den schönen Funkenflug, wenn wir aufsetzen, dass es nicht aufs Carbon geht, sondern eben auf diese Skids. Und die werden jetzt alle abgebaut, gecheckt, repariert teilweise, dann wieder schön hergerichtet für das nächste Rennen quasi. Also selbst der Unterboden, so ein Teil wiegt nichts. Ja? Und da sieht man auch dann eben, das Auto besteht quasi zur Hälfte aus Carbon, aus Kohlefaser. Also das ist schon interessant. Und was haben wir hier oben noch? Das ist der Tankstutzen. Also hier wird eine Kanne drauf gesteckt, dann wird es reingedrückt. Und dann fließt hier quasi in ganz kleiner, geringer Zeit 80 Liter rein. Ungefähr so viel braucht man für ein Rennen, 80, 90 Liter. Und das ist die Tankanlage quasi. Also wir haben keine Zapfsäule und keine Gun. Oder schnell beim Fahrerwechsel, 24 Stunden. Genau, da, so wird einfach eine riesen Kanne drauf gesteckt, dann läuft es rein. Und ja. Ein wahnsinnig spannender Tag geht zu Ende. Wir waren heute live den ganzen Tag hier im Headquarter bei Winroad Racing in Altendietz. Es war grandios, es war spannend. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Vielen Dank ans gesamte Team. Vielen Dank an Maria, an Christian, an René, an Max, an alle, die sonst noch mitgewirkt haben. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, kommentiert, was wollt ihr noch wissen? Wir werden alles beantworten, was ihr noch an Fragen habt. Lasst uns was da. Wir sehen uns in der neuen Folge Wacken UTV. Bis dahin, euer Kevin.